So, jetzt reden wir aber erstmal mit dem Typen da. Ja? Also, stehen uns bevor. Die Zeit ist also gekommen, ja? Zeit für was? Meine Ermordung, was sonst? Ihr gehört aber gar nicht zu ihm, oder? Nein, dann würde ich seinen ranzigen Atem an euch riechen. Ihr habt recht, wir sind nicht Tatzoks Lakaien. Was ist hier los? Nee, seid ihr nicht. Das Problem hier ist, dass der ganze Ort durch und durch schlecht ist. Klingt schon mal toll. Das sind keine gewöhnlichen Räuber, sie sind halb schwarze Krallen und halb schwarze Hand. Eine halbmenschliche Bande, hauptsächlich Hobgoblins, deren Anführer dieser unheimliche Ardenor Quash ist, den wir schon getötet haben. Anderswo sieht es auch nicht besser aus. Nehmt euch doch nur den Priester Malahi, der ausgesandt wurde, die Minen von Nashkid zu vergiften. Er hat sich selbst als wiedergekehrter Koboldgott eingeführt. Und Legionen von hirnlosen, bellenden Dummköpfen glauben ihm und waren bereit, ihm bis in den Tod zu dienen. Malahi ist tot. Er arbeitete für Tatzok, so habe ich gehört. Die Frage ist, für wen arbeitet Tatzok? So macht man das. Habt ihr es gesehen? Quash und Tauxox Kossan, der Anführer der Schwarzen Krallen, glauben beide, dass er unter dem Befehl der Zentarim steht. Tatzok unternimmt auch nicht gerade viel, um sie von diesem Verdacht abzubringen. Doch die Schwarzen Krallen und die Kalte Hand sind Räuberbanden, versteht ihr das jetzt? Sie bereisen die Handelsstraßen und meiden die Städte. Und genau da liegt der Fehler. Ich stamme aus Baldur's Tor und ich kann euch mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Zentarim da nicht dahinter stecken. Wie könnt ihr euch da so sicher sein? Ich trage nicht nur Schuhe mit weichen Sohlen, um keinen Lärm zu machen, sondern auch um festzustellen, wem ich auf die Füße trete. Ich habe mich nicht mit den Zentarim angelegt. Ich habe mir meine Feinde ausgesucht und nur gegen eine einzige Gruppe gekämpft. Den Eisenthron. Dom, 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 dom. Wir wurden ja schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass der Eisenthron hinter uns her ist, nämlich kurz nachdem wir die Minen von Nashkid verlassen haben. Und nun sitze ich doch tatsächlich als Tatzoks persönlicher Gefangener hier. Der Eisenthron, wo finde ich den? Tatzok hat im Mantelwald in letzter Zeit regelmäßige Besuche abgestattet. An deiner Stelle würde ich da anfangen. In dieser Truhe sind auch ein oder zwei Dokumente, die sich einen Blick lohnen. Und jetzt tritt den Leuten auf die Füße, okay? Und du kannst ihnen sagen, dass Ender Sai dich schickt. Was? Nichts leichter als okay. Das. Okay. Da gucken wir mal in die Truhe. Au, 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 au. Ich verliere an Kraft. Ich brauche dringend die Hilfe eines Heilers. Au. Ja, nichts leichter als das. Wo war unser letzter Quick Save? Vor dem Buffen. Was? Okay. Also nochmal das Ganze. Kann ich euch behilflich sein? Trank der Steine ist die Stärke. Den Trank. Zu euren Diensten. Du Segen. Du bist ja ein komischer Kauz. Ihr habt gerufen. Und du den Trank. So. Ja. Und du noch eine Flammenklinge. Ja, um all den Werte der Autoritätsperson. Und du kannst auch gleich eine haben. Was wollt ihr? Was? So. Rein da. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich so, die So, das machen wir gleich nochmal so. Ja. Du flamm den. Was immer ihr braucht. Du. Ich bin ganz Ohr. Beschwör Kreaturen. Ihr habt eine Aufgabe. Du tust den da verwirren. Was wollt ihr? Du schießt auf den. Ihr braucht meine Hilfe. Und ihr beide haut drauf. Was wollt ihr? Beinahe unter meinem. Na, das haben wir jetzt toll gemacht. Wir haben Hobgoblins beschworen, die. Wir moschen. Ihr habt gerufen. So. Oh, gefiert wurden wir. Ja, den vier, den können wir aufheben. So.
Und dann töten wir erstmal den Magier. Der macht dir nicht mehr Stress. Du kannst mal kurz einen Gesang sprechen. So, und jetzt können wir den letzten Hobgoblin töten. Oh, Mitz wurde vergiftet. Darum kümmern wir uns einfach mal kurz. So, Minsk ist entgiftet. Der wollten wir welchen Trank geben? Minsk-Call wollte ich den Unverwundbarkeitstrank geben. Ja, das ist richtig. Und Khalid sollte was für einen Trank bekommen? Kälte? Nein, die tue ich mal untereinander. Und vor allem die Magieabwehrtränke eigentlich so nebeneinander. Ein bisschen Ordnung schaffen. Explosionstrank, der sollte eigentlich da vorne hin. Ah ja, gib Khalid mal den Lebenstrank. So. Wie ihr wünscht. Du kannst deine Waffen wieder in die Hand nehmen, genau wie du. Die können wir da rumlatschen lassen. Oh, du hast ein paar schöne Sachen und eine Robe dabei. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas davon noch lernen kann. Doch das, das nicht. Das auch nicht, das kann sie. Magische Feuerschutzrobe. Wir sind definitiv etwas überladen zurzeit. Nichts leichter als das. So, den haben wir geplündert. Dich haben wir noch nicht geplündert. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Ah, du hast so tolle Pfeile dabei gehabt. Eispfeile. Beinahe unter meiner Würde. Und dann fehlt nur noch der da und dann wieder mit ihm reden, hä? Geld, Geld, Bogen. Langbogen. Langbogen der Treffsicherheit. Kann nicht verwendet werden von Druiden, Zauberkundigen, bla bla bla. Also kriegt ihr einfach mal Minsk. Ja, gut. Schwierige Zeiten stehen uns bevor. Ja, ihr habt recht. Wir sind nicht Tatsoks Lakai, weil er hier ist tot. Wie könnt ihr da so sicher sein? Gut. Das kenne ich ja alles was schon. Ihr? Beinahe unter meiner Würde. Hier war ein Sack. Mich kümmert's, denn ich verschwinde jetzt. Was? Beinahe unter meiner Würde. Du bist hier. So, du gehst mit Pfeilentschärfen weiter. Ja, beinahe unter meiner Würde. Wenn wir kurz ins Tagebuch gucken. Hier sieht es immer schwärzer aus, schwärzer, als ich es je für möglich hielt. In Tatsoks Zelt begegnete ich einem Gefangenen, Endersai. Wenn er die Wahrheit sagt, und ich gehe davon aus, dass die Dokumente in Tatsoks Truhe, vor denen er sprach, das beweisen, sind die Räuber nun Marionetten einer mächtigen Gruppe, die passenderweise der Eisendroh genannt wird. Tatsok bekommt seine Befehle vom Hauptquartier dieser Gruppe im Mantelwald. Und ich bezweifle nicht, dass der Ort ist, dass der Ort ist, an den ich als nächstes reisen muss, weil ich die nächste Schicht dieses Geheimnisses aufdecken will. Irgendetwas stimmt hier absolut nicht. Es verfolgt mich. Es geht mir nicht aus dem Sinn. Was es aber sein könnte, keine Ahnung. Was wollt ihr? Genau, Falle. Ich hab genug davon. Falle entschärft. Sehr viel Geld. Ein paar Zauber. Den kannst du, glaube ich, schon. Den auch. Den auch. Jo. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ja, ich habe genug davon. Was? Beinahe unter meiner Würde. Gut, wir haben hier zwei neue Dokumente. Und keinen Platz hier aufzunehmen. Hat jemand Mangel an Heiltränken? Nein. Ja, nichts leichter als das.
Mollahey und Tazuk haben sich als bloße Marionetten erwiesen. Der wahre Drahtzieher dieses langsam Gestalt annehmenden Geheimnisses ist euch immer noch unbekannt. Eines ist jedoch gewiss, jemand hegt den ganz persönlichen Wunsch, euch tot zu sehen. Doch ihr wisst nicht warum. Eure Suche nach Antworten geht weiter und der unheilverkündende Mantelwald ist euer nächstes Ziel. Ja, das sagt er was. Karte aktualisiert, Tagebuch aktualisiert. Ja, Malahey und Tazuk, viertes Kapitel haben wir jetzt erreicht. Und wir haben den Mantelwald freigeschalten. Dieses unheimliche Gebiet hier, was wir die ganze Zeit gemieden haben, weil wir auch von Kerzenburg einen Ausblick darauf hatten und von Gurion immer davor gewarnt wurden, dass dieser Wald Unheil birgt. Jo. So, die können erst einmal weg. Wir haben zwei neue Schriftrollen. Diese Schriftrolle ist von Daveron. Diesen Namen haben wir schon mal gehört. Und zwar hat der Bader, den wir an der Küste getroffen haben, von ihm gesprochen. Das ist sein Bruder. Stimmt doch, oder? Oder bringe ich jetzt gerade die Namen durcheinander? Ich habe die Minen von Naschke erfolgreich gesäubert. Ich fühle mich etwas unbehaglich. Aufgabe zu Ende. Nervtötender Dieb. Gurke. Björnin. Trittste Urden. Armer kleiner Futti. Talantier. Kven. Ich habe die Oger getötet. Abenteurer Xwarten. Ich habe angeblich die angeblich Mordlüsterin Brage. Das war das mit dem Leuchtturm. Ich habe den Verrückten getroffen. Okay, das steht gar nicht drin, das mit dem Bader, schade. Ich habe in Berikos deinen Freund geholfen, ja. Steht leider da nicht drin. Gut, aber jetzt zum Text. Also zu den Briefen. Ich habe festgestellt, dass sich auch Reisenlieferungen in letzter Zeit verzögern. Wir benötigen dringend eine weitere Tonne Eisenerz. Verstärkt eure Überfälle und ihn liefert innerhalb der nächsten Woche eine Ladung an unseren Stützpunkt im Mantelwald. Bevor man uns ein Ultimatum stellt, müssen wir einen möglichst großen Vorrat an Eisenerz anlegen. Außerdem möchte Sarivok wissen, was mit dem Söldnertrupp geschehen ist. Wurden sie getötet? Ihr tätet gut daran, sicherzustellen, dass dies geschehen ist. Denn Sarivok würde sicher nur ungern gegenteilige Nachrichten hören. Sarivok. Jetzt hat der Teufel endlich einen Namen. Dieser Sarivok will unbedingt, dass wir getötet werden. Noch ein Brief. Tazuk, ich hoffe, die Dinge verlaufen ganz nach eurem Wunsch. Ich schreibe euch, um die Anweisung von unserem Vorgesetzten weiterzuleiten. Mir wurde gesagt, dass ein kleiner Söldnertrupp den Eisenthron in Zukunft Schwierigkeiten bereiten könnte. Ihr sollt dafür sorgen, dass sie keine Möglichkeit haben, euer Unterfangen zu vereiteln. Sicherlich sichert euch die Dienste des Mörders Nimbul. Ihr werdet es nicht bereuen. Tja, Nimbul ist tot. Den haben wir auch schon getötet. Und hier steht noch ein weiterer Auftraggeber. Also scheinbar ist Sarivok nicht der Anführer des Eisenthrons. Sondern Sarivok hat ein persönliches Verlangen danach, uns zu töten. Warum auch immer. Gut. Was wollt ihr? Ich würde sagen, wir sammeln uns mal hier vorne. Weil leider ist es mal wieder Zeit für mich, einen Cut zu machen. Oh, hier ist noch ein Fass. Da gucke ich natürlich noch schnell rein. Da ist allerdings nichts drin. Und in dem Sack hier. Oh, da ist noch eine hübsche Summe drin gewesen. Für dich hat es leider nicht zum Level Up gereicht und du brauchst noch 3300. Okay.
Vielleicht reicht es doch nicht bis zu Level 6, bis wir Baldurs Tor erreicht haben. Das wäre schade. Aber sei es drum. Also jetzt speichere ich erstmal wieder. Speichern. LP 020. Und dann sehen wir uns gleich wieder.